Hey und willkommen, neue Baufolge. Hier geht's auch mal endlich weiter mit der Windmühle. Ich bin Daniel von SimFans.D und dieses Grundstück baue ich heute mal weiter nach dem ganzen Release-Special-Videokrams. Zu Highschool-Jahre geht natürlich auch diese Reihe weiter. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Das ist ein Wohnhaus in der Welt aus Landhaus Leben. Und da haben wir, Hanford und Bagley heißt die, und da haben wir ja oben hier schon ein Schlafzimmer mit Arbeitsbereich und Badezimmer hier eingerichtet und natürlich unten letztes Mal angefangen hier mit dem Erdgeschoss, mit der Küche und hier ne, Essbereich, Wohnzimmer und so weiter. Kam schon mal sehr gut an und jetzt erstmal Daumen hoch, dann geht's auch schon los. Dankeschön. So, ich habe euch letztes Mal gefragt, was könnte ich denn da in die Mitte reinmachen? Und ganz oft war Vorhänge oder eben Lichterketten. Ich glaube, ich mache die Lichterketten, denn ich finde das ziemlich nice, denn Vorhänge würden das so ein bisschen arg, glaube ich, zustellen. Und wir probieren es mal aus mit den Kleinkinder Lichterketten. Die wurden auch von euch genannt. Ne, Kinderzimmer ist das, glaube ich. Kleinkind, ne, nicht Kinderzimmer. Kleine Kinder, da gibt es nämlich hier Lichterketten. Jetzt gucken wir mal, ob die reinpassen. Ich weiß es nicht. Ja, guck mal, die passen so jetzt sehr gut da rein. Hier würde ich mal sagen. Nee, nicht ganz. Ach, schade. Die müssen wir da drin verstecken und die Toolbar tut noch nicht nach dem Update. Aber wir können die einfach so hochleveln. Und dann haben wir die da oben, ja, quasi an der Decke befestigt. Für das Spiel und hängen die sogar über den Pflanzen drüber. Sehr gut. Ja, so machen wir das. Das sieht auch gleich ein bisschen gemütlicher dann aus. Man könnte es jetzt auch nochmal probieren. Wir haben ja auch neue Vorhänge bekommen mit dem Pack, dass wir die dann vielleicht auch mal anwenden können. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es nicht. Wir haben so viele Zeugskrams hier bekommen. Da gibt es nämlich auch solche hier, ne? Die könnten da auch ganz gut reinpassen. Dann haben wir sogar die mittlere Wandtür. Das wird so ein bisschen so halb offen wäre das Ganze, ne? Die gibt es auch noch in anderen Farben. Ist so ein bisschen geknüpft. Finde ich gar nicht so schlecht, ne? So ein bisschen das Rustikale da mal wieder reinzubringen. Das könnte man durchaus mal tun. Oder die natürlich, ne? Das ist ein bisschen schnuckelig. Aber da passt das mit den Pflanzen da nicht mehr so. Ne? Und die hätte ich gerne, die Pflanzen, ja. Also wenn dann die, ich weiß noch nicht, was sagt ihr? Wir könnten die auch sogar so, glaube ich, reinsetzen, ne? In die... Ah, da will er wieder hier an der Wand dran hier. Könnte die auch, glaube ich, so reinsetzen, wobei das, glaube ich, ganz gut ist, wenn man die Vorhangstange noch sieht, oder? Weil sonst guckt sie auch hinten wieder raus. Nee, das ist nicht so gut. Ja, das könnte man noch machen. Dann machen wir das hier wenigstens bei der Törtchenfabrik. Sollen wir die weißen nehmen? Was sagt ihr? Sollen wir dann vielleicht so einzelne machen? Oder machen wir die Pflanzen weg? Oder lassen wir die ganz weg? Da würde ich gerne noch mal ein bisschen Feedback von euch hören. Ja. Gucken wir mal. Dann setze ich die mal hier rüber, ne? Und probiere dann mal mit den Vorhängen. Ja, die lassen wir natürlich hier nicht raus. Hier, das ist nicht so schön. Die müssen da auch noch mit dabei bleiben. Jetzt haben wir das so ein bisschen ran an die Stange, dass das hinter dem Dings ist. Dann ist das so ein bisschen wie so eine Trennwand, aber nicht so ganz durchlässig, wisst ihr? Das wäre natürlich auch noch die Möglichkeit. Ich sehe gerade sogar, dass sogar die Lichterketten sogar noch funktionieren dann. Weil die ja ein bisschen weiter hinten dann sind. Jetzt komm, let me do this, ihr liebes Spiel. Wir müssen es vielleicht auch nicht ganz überall machen. Dann will er wieder nicht hier, der Spiel, du. Der hüpft da immer wieder an die Wand ran. Ja, da krieg ich doch hier den Hänger. Na gut, jetzt gucken wir mal, wie das aussieht. Nee, da ist ein bisschen zu viel. Nee, da ist zu viel, ist gut. Ich fand es jetzt gar nicht mal so schlecht, dass wir hier die Pflanzen da dann haben. Machen wir das so. War ein Versuch wert. Ja, ja, wir haben da andere Vorhänge. Andere Packs haben auch schöne Vorhänge. Ja, die hängen da jetzt ein bisschen durch die Lichterketten, aber ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ne? Die hängen ja da wirklich so ein bisschen durch. Das ist aber ganz gut. Dann kriegt die Pflanze gleich ein bisschen ihr Licht ab. Wächst sie besser hier auch gut. Alright. Okay, dann machen wir das mal so. Bei der Couch, da wurde auch gesagt von euch, wir sollen nochmal die aus paranormale Phänomene probieren. Wobei ich jetzt hier auch ganz glasklar hier die aus Highschool-Jahre sehe. Ich weiß, damals wusstet ihr noch nicht, wie die Couches aussehen. Die ist natürlich so schön. Oh mein Gott. Da muss man schon sagen, ne? Die ist schon geil. Die Couch ist schon geil. Das sieht dann gleich schon mal viel gemütlicher aus. Das andere ist ein bisschen arg modern, ne? Also wir wollten es ja so ein bisschen verknüpfen. Deswegen habe ich ja das auch genommen hier. Aber ich glaube, das passt besser, wenn das eher was
gemütlicheres ist hier. Ja, weil wir haben auch diesen wundertollen Sessel. Der könnte hier vielleicht fast sogar aufgehängt sein, hier oben an dem Ding. Könnte man so eine, irgendwie so, ich habe das ja mal gemacht, dass man den irgendwie von oben so aufhängt. Weil das ist natürlich auch ganz schön, ne? Ist natürlich auch richtig schön, wenn man das hier mit diesen neuen Möbeln macht. Vielleicht nicht in dem Rosa, aber da könnte man ja auch eine eher schlichte Variante nehmen. Um das Ganze hier abzuschmiggeln. Ja, das wäre, glaube ich, ganz cool. Gibt es nicht das mit Lichterketten auch? Ich hätte das gerne mit Lichterketten. Was schlicht, das gibt es wieder nicht. Ja, blöd. Na gut, aber das wäre, glaube ich, mal ganz okay. So, ne? Das ist dann wieder diese schöne neue Couch. Und dieses natürliche, was wir hier auch haben. Landhaus und so. So Korb und Holz und, ne? Schön, was gecraftetes. Und dann ist es trotzdem irgendwie ein bisschen gemütlich und trotzdem schick, modern durch das Weiße. Das ist eine gute Kombi, oder? Was denkt ihr? Bitte mal kommentieren. Jetzt brauchen wir in der Mitte noch was. Wir machen mal ein paar Pflänzels rein hier, ne? Aber nicht aus Highschool. Da gibt es nicht so schöne. Da könnte man ja aus Werwölfe die vielleicht noch rein. Ah, die sind ein bisschen arg groß, ne? So was hier. Oder gut, wäre auch gut, wenn da ein Tisch eigentlich wäre, ne? Sollen wir mal gucken, dass wir vielleicht den Tisch hier dazwischen packen? Und davor dann vielleicht noch was Kleines oder so. Also so einen länglichen. Da haben wir ja auch, jetzt glaube ich hier bei Couchtische, genau, haben wir ja auch so einen neuen bekommen. Der ist ja auch ganz schick. Den gibt es glaube ich auch mit so ein paar Mustern hier dabei. Oh ja. Oh ja, das ist auch gut. Ja, der ist gut. Gut, da könnte man sich jetzt wieder überlegen, ob man in das Braun oder in das Weiß reingeht. Das ist dann wieder so was Schickeres. Ja, aber das ist auch mehr so ein Couchtisch, finde ich. Und das ist dann mehr so ein Kaffeetisch oder so ein Ablagetisch. Jetzt holen wir uns da ein bisschen Deko rein in die gute Stube. Da brauchen wir natürlich, und dann ist auch das neue Pinselchen und alle. Oh, die brauchen wir unbedingt. Oh, hier, die müssen 100-mal hier rein in das Haus. Die sind einfach cool. Wir müssen da noch ein bisschen was Süßes hier. Das ist so ein bisschen mit so einem Spiegel, Schlüsselchen. Das wäre auch was für so ein Garderobenregal, ne? Weil das vielleicht ein bisschen entrosanen. Könnte dann eigentlich was ganz Süßes sein, so. Finde ich. Das vielleicht? Ne? Das hat irgendwie was. So ein bisschen Krams. Wisst ihr, was ich meine? So ein bisschen Kramszeug einfach. Das muss da irgendwie mit dabei sein hier. Und da können wir hier nochmal die Zeitschriften hinpacken. Die passen hier auch ganz gut. Wir haben den Bereich nochmal des Abgangs hier abgetrennt. Und dann ist das auch ganz gut, ne? Ja, hier wollte ich halt noch ein bisschen eine Abtrennung haben zur Törtchenmaschine. Aber dadurch, dass der Sessel zu hoch ist, ne, hängt man da die Haare nicht rein. Jetzt mal so gefühlt. Dann ist es auch wie so eine Barriere. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht. Was ich auch ganz schön finde mit dem neuen Pack, natürlich, die Klamottenstapel hier, haben wir auch. Das ist wieder so ein Objekt, was dann so ein bisschen Unordnung reinbringt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so was, vielleicht nicht unbedingt das mit dem Karierten da. Blickt mir schon die Maus weg. So, weil hier ist so ein Wäschehaufen. Ne? Das ist irgendwie so, hier passt das doch. Hier haben wir doch unseren Wäschekorb. Packen wir das hier irgendwo rein dazu. Das ist so ein bisschen was Unordentliches. Das macht das Ganze bewohnter, nicht so katalogmäßig. Finde ich immer ganz gut. Ist immer ganz wichtig, also wirklich, weil das kommt dann einfach richtig zur Geltung, wenn das so ein bisschen unordentlich einfach aussieht. Sehr schön. Okay, jetzt gucken wir nochmal rein, was haben wir denn noch in Highschool-Jahre bekommen, weil das sind schon auch schöne Sachen dabei. Und da kann man vielleicht nochmal irgendwas nehmen. Diese Holztisch ist natürlich auch toll. Oh, das gefällt mir. Das ist ja wieder was von der Mühle von früher, ne? Das ist natürlich auch gut. Aber ich glaube, der Kleine ist jetzt besser, wisst ihr? Weil das ist sonst ein bisschen zu viel Tisch hier auch. Ich glaube, ich lasse den Kleinen tatsächlich. Ja, ich glaube, ich lasse echt den Kleinen. Ja, finde ich gut. Die ist auch total schön, aber hier passt die irgendwie nicht. Wir können die noch als Sideboard oder so verwenden. Hier haben wir noch ein bisschen Space. Dann nehmen wir das doch da dazu. Und ja, sowas müssen wir auch irgendwie mit reinbringen. Regal für Stars. Nee, wir brauchen so einen Klamottenschrank hier, sowas. Das ist auch so ein schönes Flurregälchen, ne? Das könnte auch wieder aus der alten Ecke hier stammen. Da war das hellbraune ganz schön, denke ich mir. Das können wir so ein bisschen als Garderobe machen. Weil wir wollen ja nicht immer die gleiche Garderobe hier nehmen, oder? Das ist besser. So.
Ja. Ja, wenn, dann müssen wir gleich schon mal die Objekte auch mit reinnehmen hier. Wenn wir schon eine Baureihe haben, gucken wir gleich, was da auch noch passt. Das finde ich ganz gut. Okay, jetzt suche ich gerade noch die Glamordas. Oh, das wäre natürlich auch was gewesen für die Abtrennung. Können wir die noch irgendwie temporär nicht, sondern vereinzelt hier irgendwo noch mal ein bisschen? Oder ist das wieder? Wäre natürlich auch was Schönes hier für das Bett. Das wäre natürlich auch was Schönes für das Bett hier. Dann müssen wir ein bisschen in die Wand reintricksen. Ja, das gibt hier nochmal hier Nachthimmel hier, natürlich. Natürlich gibt es da einen Nachthimmel. Dann machen wir die Lampe hier aber weg. Dass das hier auch besser zur Geltung kommt. Und die machen wir hier ein bisschen rüber. Können wir die dann noch ausschalten? Das sind alles überall Lampen hier. Haben wir da noch mehr Lampen? Nee. Das Ding ist so hell. So schön, da gibt es auch so viele verschiedene Farben. Ich kann es euch nur empfehlen. Oh, das ist natürlich auch was. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir da nochmal. Aber wir haben eigentlich schwarz-weiß eingerichtet, ne? Aber schwarz? Schwarz finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Weiß ist natürlich immer schön, ne? Aber das Schwarze, das hat schon was. Was ist das hier? Was ist das mit dem? Ja, das ist schon krass, ne? Ich glaube, ich bleib bei dem hängen. Ich finde das ein bisschen schnörkelig schön hier. Das würde ich mach das einfach. Ja, wieso nicht? My home, my castle hier. Nee, wie heißt das? Okay. Ja, indirektes Licht. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ach, ganz schönes Licht, muss ich echt sagen. Bücher. Bücherregal. Ja, das ist auch wieder ein bisschen schwierig. Ich finde das nicht schlecht. Das hat was, aber wir haben ja die tollen Holzbalken-Bücherregale, ne? Und das ist ein bisschen zu modern oder zu schlicht für dieses Haus. Jetzt wollte ich doch eigentlich die Glamouras hier, ne? Glamouras. Jacken. Das ist die Jacken hier. Das sind nur die beiden hier. Das ist ein bisschen mit. Ja, mal gucken, ob es da auch was Neutrales gibt, weil da hängt so, das ist so ein bisschen Schlafanzug. Hängt so ein Rock da, ne? Der stört mich eher. Da würde ich eher das hier nehmen. Hängt zwar auch eine Jogginghose, aber das könnte ja passen. Und dann nehmen wir da was Freshes hier. Das Schlichte. Ja, wir nehmen das Schlichte. Für die Garderobe hier, ne? So ein bisschen was. Und dann holen wir uns noch den Schirmständer. Haben wir den noch nicht? Der ist in Jahreszeiten. Der ist auch schön. Gerade im Landhaus leben, ne? Da ist so ein bisschen mehr Aktivitäten auch draußen sind, bietet sich das natürlich an mit dem Schirmständer. Und den gibt es gleich auch im Braun. Ja. Das ist gut. Können wir den noch ein bisschen an den Rand und das hier rüber? Ist, glaube ich, besser, ja. Machen wir das mal so. Wir können das auch so leicht ums Eck stellen. Ja, das ist das Schwierige in diesem Haus. Wir haben so viele Ecken und Kanten und alles. Jetzt gucke ich nochmal, ob wir die doch in Grün nehmen. Ich finde es so schön mit dem Grün. Aber eigentlich ist das was. Ich würde das weiß machen, weil wir hier das. Wir brauchen einen Ort in der Mühle, der sauber clean ist irgendwie. Und ich mag das mit dem Weiß und dann mit dem Rustikalen. Das ist so diese Mischung. Ne? Das ist jetzt nicht rustikal und auch nicht modern. Das ist so eine Mischung. Und ich mag das total gern. Das ist richtig schön. Hier wäre es jetzt noch gut, wenn man da so eine kleine Sitzbank noch hätte. Ja, oder gleich auch noch ein bisschen was. Oh, da gibt es auch die mit dem Eck, ne? Das ist vielleicht auch noch was, aber die ist nicht für das Eck hier zugeschnitten. Jetzt will ich hier nochmal gucken, gleich in Jahreszeiten, was wir da haben. Lass mir nochmal alle anzeigen. Da haben wir nämlich auch schöne Objekte, die in die Richtung gehen, ne? Weil wir können auch jetzt hier draußen nochmal das Blumenbinden machen. Auf jeden Fall brauchen wir draußen noch ein paar Aktivitäten hier. So, let's do this. Oh, schönes Sonnenblumengelb, natürlich. Wassereimer. Oh, das ist auch so ein schönes. Das ist auch so ein tolles Sideboard, was auch richtig schick, schick, schick ist. Das passt gut ins Esszimmer. Ich glaube, ich muss das Ding hier. Ja, weil hier brauchen wir eh noch was Weißes. Ja, ich komme mal raus. Ja, das passt halt besser zum Esszimmer. I'm so sorry. Da hinten fehlt noch was Weißes im Eck. Können wir die irgendwie da drunter stellen, ohne dass die Sims so rummaulen? Das ist so unsere Geheimratsecken, Kramsecke. Irgendwie hier ist er vielleicht. Ja, das kann man machen, oder? Das ist so eine Kramsecken-Ecke. Ich
nenne das jetzt einfach so. Oh ja, Bienchen. Ne, Bienchen wäre noch gut hier. Für die Blümchen. Bienchen für die Blümchen haben wir die noch nicht irgendwo. Ich weiß schon gar nicht mehr, was wir alles haben und was nicht. Ne? Aber nicht am Eingang direkt, oder? Machen wir mal auf die Seite. Gucken wir mal. Da gibt es das, auch das Honiggelbe. Sonnenhoniggelbe hier. Sonnenblumengelbe. Machen wir das hier hin. Das Ding ist zu schnörkelig. Mal ein bisschen raus. Ja, hier brauchen wir noch ein Treppengeländer dann doch, ne? Da nehmen wir auch vielleicht das dann von Jahreszeiten, das dunkle, nee, das dunkelbraune, das ist das da, ja, das ist ganz gut. Okay, ein paar Mal auch gesagt, mach doch die Tür weg, wir brauchen die nicht. Ich finde das ganz praktisch, dass man da auch raus kann. Wir brauchen jetzt den Platz hier unten nicht unbedingt, deswegen würde ich mal lassen. So, jetzt gucken wir nach einer Ottomane. Oder was haben wir denn noch? Schaukel. Ah, das ist natürlich auch ein schönes Objekt. Noch so ein schöner Blumenkranz. Ne? Das ist so ein bisschen einladend, oder? Und hier noch so ein bisschen Krams auf dem Tisch. Dann haben wir schon. Können wir hier noch ein bisschen so Blätter. Das ist ganz schön. Nochmal die neutralen dazu. Ja, gut. Grüne Blätter nimmt man eigentlich nicht. Wir nehmen da eigentlich die schönen, oder? Und die sind schön. Mhm. Ja, so ein bisschen Gesteck. Dann haben wir ja die kleinen Kakteen-Dinger schon. Kack. Mama, er hat Kack gesagt. Diese Balkenlampen sind natürlich auch top. Ne? Das sind so schöne Balken. Das kann man so als Außenlicht nehmen. Als, ne? Eingangslicht. Das ist halt einfach ein Balken. Ich finde das so cool. Das ist auch wieder so ein Objekt, was halt voll gut passt. Einfach. Es ist einfach so. Gut. Okay. Jetzt gucken wir mal, ob wir da das Geländer hier noch zuziehen können. Weil das ist ein bisschen gefährlich hier. Mit den Sims gefühlt. Ah, da geht dann die Dings runter. Aber wir machen das einfach mal oben hin, oder? Und dann können wir das wirklich hier sauber zuziehen. Ohne, dass wir die Terrasse hier wiederholen müssen. Das müsste doch jetzt auch gehen. Das geht nicht. Warum gibt's nix? Nee, die ganze Mühle will ich nicht auf dem Ding. Ach, mit dem geht's? Ja, dann machen wir hier so ein schlichtes einfach. So, da ist hier nochmal so ein Zaun im Rand. Am Rand. Ja, da habe ich jetzt das helle genommen. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich da nicht doch dann auch das... Aber das Geländer, gibt's das auch mit, Landhaus leben oder haben sie das wieder verpennt hier? Nee, das gibt's auch. Einmal verpennt sie das mit dem Geländer. Komm, dann nehmen wir doch das. Ja, oben haben wir ja auch das genommen, ne? Das wäre dann schon gut, wenn man das durchzieht. Ich habe hier halt die Steintreppe genommen, weil oft ist es halt so, dass beim Steinfundament dann halt eine Steintreppe weggeht. Man kann es aber durchaus auch mit Holz machen. Und dann gibt es die aus Schneeparadies, die finde ich ja ganz schön. Danke, dass du mir alles entfernst. Ja, ich glaube, die ist besser, ne? Ja, bb.moveObjects. Man muss ja da dreimal gebeten werden. Mach da wieder. Ah, je. bb.moveObjects. MoveObjects. Ach, du blödes Spiel. Ist doch wahr. Was soll denn der Scheiß? Soll ich jetzt das ganze Zeug hier... Ach, die geht, oder was? Ja, du bist eine blöde Treppe hier aus Dingen. Aber die finde ich gar nicht mal so schlecht, weil die unten dann noch das Helle hat, was wir auch beim Geländer so haben, ne? Komm, dann nehmen wir doch die. Jetzt sieht man auch gleich die Stufen. Ja, mein Gott, ist aber. Okay, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Spray. Spray Touch. Brauchen noch ein bisschen darker hier, noch ein bisschen. Bisschen noch ein bisschen Schmutz hier. Das ist nicht so sauber alles hier. Ne. So. Ja, da müssen wir ein bisschen hier knatschig sein hier noch. So. Hier müssen wir auch noch ein bisschen eine Gestaltung machen, ne? Das ist so ein bisschen der Hügel. Ja, ein bisschen blöd. Ne? Wir haben ja hier schon angefangen. Das hat wieder voll die Fleißarbeit. Voll die Fleißarbeit hier. Ja, aber muss ja alles schön aussehen am Ende auch. So, jetzt packen wir noch ein paar Aktivitäten raus, weil das ist natürlich auch wichtig. Aktivitäten und Fähigkeiten, Außenaktivitäten vor allen Dingen. Damit wir oben an der Mühle, da geht ja die Tür raus, noch ein bisschen was haben. Also, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Picknicktisch mit Picknick-Dings.
Können wir auch oben drauf machen, oder? Passt das? Bisschen eng hier, ne? Bisschen eng. Müsste aber gehen hier. Müsste gehen. Okay, dann haben wir noch... Oh, das Windspiel, haben wir das noch nicht? Hat das nicht auch jemand geschrieben? Irgendwo habe ich es gelesen hier. Keramik. Keramik-Windspiel. Oder nehmen wir das Bambus? Da gibt es auch noch das. Nehmen wir das auch in Gelb. Ich mache das in Gelb. Das ist ganz schön. Genau. Da haben wir dann auch noch so einen schönen Tisch. Das ist der aus dem... mit den kleinen Camper-Set heißt das. Ja, ist ganz gut. Dann haben wir noch... Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch hier? Ein Fernglas. Das Werwölfe, das muss natürlich auch dazu. Fernglas von der Werwölfe. Das kommt oben drauf hier. Das kommt natürlich oben drauf hier. Das ist ja mal klar. Ja, da kann man dann schön alles beobachten. Die ganzen Nachbarn und alles kann man ja wirklich, ne? Wir müssen nur gucken, dass die Sims da drum rumlatschen können. Zumindest von einer Seite, dass das nicht irgendwo endet. Was ich auch ganz süß fände, wäre, wenn man quasi das alte Mühlwindrad auch mit neuen kombiniert. Da gibt es ja, glaube ich, auch eins mit Gelb, so ein bisschen. Einfach, weil es dann halt so nicht in der... Ist ja keine Mühle in der Vergangenheit. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn man da schon so einen Hügel hat, wird sich das eigentlich anbieten. Oder so ein Hügel, so ein Turm. Aber es sieht halt schon ein bisschen komisch aus, ne? So ein bisschen schade. Dann haben wir auch noch das. Das gibt's auch noch. Aber das wäre halt so ein bisschen das Nachhaltige, weil das alte Müllrad, das steht ja auch. Ja, und hier könnte man dann sowas machen, aber würde ein bisschen den Schaum auch... Ne? Daniel wird hier Windkraftgegner. Mit dem Charme der Mühle auch so ein bisschen schmälern. Oh Mensch. Ja. Nee. Jetzt nicht. Wird einfach, das ist einfach jetzt hier der Charme. Ja. Okay. Windkraft, ja, aber nicht auf meiner Mühle. Ja. Oh ja, das Fahrrad, das ist natürlich auch hier noch. Das ist das Wichtigste eigentlich, ne? Ja. Wir packen nochmal eins hin. Weil es einfach, weil es so schön ist. Vor dem Briefkasten, dass wir die Rechnungen nicht kriegen. So, machen wir hier noch das Fahrrad. Ja, hier wird nicht geklaut hier. Auf dem Land. ja, geil. Wir müssen noch, stimmt, wir haben jetzt Cheerleading auch. Aha. Sollen wir Cheerleading auf der Mühle machen, oder was? Das wäre eigentlich gar nicht mehr so blöd. Aber ich denke eher, hier passt natürlich Yogamatte für Lehrer. Nee, die normale Yogamatte hier bitte. Mit so einem schönen gelben Muster. Das packen wir auf diese Seite. Ich glaube, da können die Sims auch drüber latschen. Okay. Wir packen trotzdem noch einen Football rein. So als Deko ein bisschen. Der hat das sich signieren lassen, sage ich jetzt mal. Ich will einfach so ein paar Aktivitäten reinbringen, ne? Das ist halt das. Können wir nehmen den, Rainbow. Haben die Kinder den wieder da hochgekickt? Die Kinder wollen immer das Mühlrad treffen, so schaffen es aber nicht. So, da ist jetzt Fitness. Dann haben wir da mal Finita Freizeit. Was gibt's da noch? So ein Spieltisch wäre auch gut. Blubber Lounge, bisschen zu groß. Das wäre natürlich auch noch was. Tischkicker, ja, aber das kannst du nicht rausstellen. Eine Gitarre, haben wir noch keine Gitarre hier drin? Haben wir ja oben eine? Ich weiß es nicht. Aber eine Gitarre ist natürlich auch schön. Ja, Staffelei darf natürlich auch nicht fehlen. Bin ich am Überlegen, aber die passt eigentlich auch ganz gut oben drauf. Können wir in die Richtung mal machen. Soll ja so ein bisschen animieren, ne? Dass man ja auch mal den Balkon nutzen, ist ja nur Deko. Nicht so schön. Ja. Strickenkorb. Ich mach das Kästchen, das ist auch ganz schön. Ja, da ist so was Schönes, Uriges. So was Schönes, Uriges. Hier können wir hier dazu packen, hier. Es sind halt einfach schöne Sachen, ne? Die man damit... Das ist auch so toll. Ich mag das mit dem Korb.
Ich mag das mit dem Korb hier. Ich nehme das doch. Das eine ist ja stricken und das andere ist ja sticken. Wir können das einfach hier ins Regal rein und das stellen wir hier dazu. Na? Gut, dass das reinpasst. Hat mich jetzt gerade wirklich gewundert auch. Ich wollte jetzt eigentlich nur eine Gitarre, aber gut. Okay, aber die Gitarre gibt es auch noch. Das ist ja auch so ein Country. Können wir da einstellen einfach. Oder hier in die Dings, hier, da ist sie gut geschützt. Da läuft man nicht da drauf. So, wir wollten jetzt eigentlich nur mal eine Komfortzone hier einrichten zum Schuhe binden. Oh ja, die ist perfekt. Perfetto. Perfetto, perfetto. Die nehmen wir dazu. Ja, das ist zum Schuhe binden hier. Und dann brauchen wir noch eine Fußmatte. Ein Schuhabtreter. Ein Fußabtreter. Schuhabtreter? Fußabtreter. So, einfach so was Schlichtes hier. Ja, dass man mit den Dreckschuhen ja nicht direkt reinlatscht. So, ist gut. Okay, dann haben wir auch noch ein Bücherregal. Okay, passt. Ich finde es voll schön, dass es ein bisschen verwinkelt ist. Und auch mit diesen, mit diesem Querbalken. Toll. Toll, toll, toll. I like. Ich will es ja nicht mit Vorhängen abhängen. Will ich tatsächlich nicht. Machen wir auch nicht. Wieso haben wir denn eigentlich noch keine Säulen hier in den Ecken hier? Das gibt's ja mal gar nicht. Hat's die wieder entfernt bei irgendwas? Aber das ist ja, das will ich jetzt mal doch hier haben. Gern, bitte, danke. Ich glaube, das habe ich mir auch mal überlegt, war. Aber ich dachte, ich hätte die schon. Auf jeden Fall finde ich das schön, wenn das so ein bisschen abgegrenzt ist. Haben wir das oben gemacht? Ja, also, das ist ja auch eh gebongt. Das ist ja eh gebongt hier. Okay. Jetzt gucken wir mal noch. Also wir haben hier natürlich den Sitz. Die Stühle brauchen wir noch. Da können wir auch mal aus den Sets da reingehen. Da gibt es nämlich diese Stühle hier. Die gibt es nämlich auch in den Farben. Können wir das gleich mit dem lassen oder dann machen wir das Grün-Gelb. Das ist ein bisschen schöner. Voll das tolle Licht hier auch, wa? Boah, das ist schön. Ein schönes Licht. Das sind so ein bisschen ramponierte Stühle, aber genau das macht ja das aus. Das wäre eigentlich besser, wenn es auf dem Boden wäre und nicht auf dem Holz. Haben wir ja die Möglichkeit, hier so eine Art Steinfundament zu machen, mit so ein bisschen, vielleicht so schwarzen auch, dass das so ein bisschen danach aussieht. Ja, 3 ist ein bisschen. 1, 2, 3, 4 sind auch 4, ne? Mit 3 Kästchen wäre es in der Mitte gegangen, aber das geht nicht. Dann müsste man es, könnte man es in eine Ecke schieben. Ja, das so machen. Beziehungsweise so. Machen wir das nach hinten. Nee, das gefällt mir nicht so gut. Das gefällt mir nicht so gut. Aber das muss man irgendwie mit einem Steinboden oder so, ne? Schon irgendwie. Ich fand jetzt einen gar nicht. So ein bisschen Funkenflug, wisst ihr? Auf dem Holzdings, da ist. Das ist kritisch. Das ist kritisch. Wenn man das einsperrt, ist auch nichts Schönes, ne? Man könnte es nach unten ein Stück machen, aber wir haben da ein Fundament, das geht nicht. Nach oben ist komisch. Oder wir machen das doch hier so ein bisschen rüber. Aber dann passt das nicht mehr so, oder? Das ist ein bisschen. Was sagt ihr dazu? Bitte mal kommentieren. Da brauche ich ein bisschen Feedback von euch. Brauche ich ein bisschen Feedback. Das wäre nämlich ganz gut hier. Dann können wir da nämlich so ein paar Hocker machen. Da kann man dann Marshmallows rösten und so. Ja, ich denke, das geht mit dem Funkenflug hier. Ja? Aber es ist halt trotzdem ein bisschen. Ja, das ist schon ein bisschen so schwierig. Ich müsste mal das Holz hier rüber packen. Guck mal, machen wir auch. Das Holz wäre hier ganz gut dann hier eben dabei. Oder das vielleicht sogar oben drauf, ne, dass das hier dann so ist. Hier machen wir das so. Okay. Dann haben wir da nämlich direkt das Holz.
Und dann haben wir noch so einen Tisch oder sowas dazu, dass man da die Blumenbinden, ne, die klebt so ein bisschen im Eck. Wenn da noch so Blumenbinden-Sachen draufstellen kann, die man hergestellt hat. Und dann können wir uns noch überlegen, was wir sonst noch für Deko machen. Auch hier könnte man diese Lichterketten nochmal überlegen. Die Hochseillampe. Dass man die irgendwie an den Balken oder hier, ne, aber das ist zu hoch. Und hier nochmal so sowas irgendwie macht. Das wäre auch noch ganz schön, denke ich. Man kann immer, also hier haben wir ja die Länge, da könnte man das so machen. Dass wir das hier, ich glaube, das geht auf der Länge, auf der einen Länge nicht ganz auf, aber dass wir das vielleicht doch so machen. Also dass wir das einmal drumrum fahren. Von einmal drumrum. Jetzt hier ist. Ach, hier. Ja, hier geht's nicht auf, wisst ihr? Das ist ein bisschen doof. Man könnte es auch so machen, dass man hier ein Vierer-Ding einfach macht. Muss ja nicht den ganzen Bereich hier einkesseln. Ja, das ist doch gut, oder nicht? Man könnte dann hier sogar nochmal eine zweite Stützsäule reinpacken, dass man sagt, okay, das gehört zum Haus dazu. Ja, oder nicht? Oder nicht, oder was? Könnte man auch noch machen. Die ist halt jetzt ein bisschen vor der Tür hier, ne? Ein bisschen blöd wäre gut, wenn das hinten wäre, das Lichterkettchen. Können wir das Licht, machen wir die Lichterkettchen nach hinten hier. Machen wir das einfach alles nach hinten. Ist das Problem gelöst? Ja. Ein Tod muss man sterben. Ich hätte so gern so einen Zaun, den man so ziehen kann, wie so eine Lichterkette. Das wäre so cool gewesen. Dann hat man das Lichterkettchen halt da drüber, wisst ihr? Dann lassen wir das, lasst uns das so machen, dass wir nach hinten die Sitzecke, da können wir das auch lassen. Können wir das vielleicht, können wir das doch wieder dahin? Dann können wir das hier nach vorne einfach setzen an den Rand. Quasi. Wie dann schon hier. Ja, das ist auch gut. Da kommt man da raus, hat man hier das und ein bisschen Grill vielleicht noch mal gucken. Wir müssen echt ein Steinfundament machen. Und wir machen das Ganze aber Stein, wird auch gehen. Vielen lieben Dank mal für heute. Wir sind am Ende gelandet mit der Mühle. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Nächstes Mal wahrscheinlich Finale. Das heißt, ihr habt noch mal eine Möglichkeit jetzt zu kommentieren, was ihr euch wünscht, wie ihr es euch wünscht. Und ansonsten baue ich nächstes Mal weiter. Ich freue mich drauf. Ihr auch, hoffe ich. Bis dann, macht's gut. Euer Daniel. Ciao.